war notgezwungenermaßen mehr als gewollt. Ich kam am Montag an und hatte erstmal Fieber. War zum Glück am Dienstag wieder weg. Haben dann den Dienstag Bluttest gemacht. Da war meine Entzündungswerte ganz schön hoch. Deswegen habe ich dann Zwangspause vom Doktor bekommen und habe dann als Kompromiss gesagt bekommen, Deutsche darfst du laufen, davor kein Training. Also sind wir wieder mal in den Wettkampf ohne Training gestartet. Kannten wir ja jetzt schon von Peking. Ich war heute eigentlich nicht nervös. Als ich dann auf dem Eis stand und meine ganzen Familie und Freunde gesehen habe, war ich dann nervös. Aber es war super schön, hier zu laufen. Also die Atmosphäre hier war, also bis jetzt glaube ich, der schönste Wettkampf von der Atmosphäre her. Man hat halt gemerkt, alle waren irgendwie hier, um uns zuzuschauen und haben uns total mit uns gefreut. Und ja, dann noch ein gutes Kurzprogramm zeigen zu dürfen für Freunde, Familie, Bekannte, war natürlich dann für mich ein kleiner Herzenswunsch. Super zufrieden, dass es funktioniert hat. Wenn man den Grand Prix gewonnen hat, ja, und sozusagen schon in der Weltspitze so ein bisschen getatscht hat. Getatscht, ja. Drin ist man vielleicht noch nicht, aber ja. Was bedeutet denn so ein kleiner deutscher Meister? Naja, dadurch, dass es halt unser erster jetzt auch zusammen ist, wollten wir sie auf jeden Fall laufen. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen hier hin und wollen einfach nur Spaß haben, wollen halt in erster Linie für uns jetzt hier einfach laufen. Haben uns jetzt auch gar keinen Druck gemacht. Gefühlt alle haben zu uns gesagt, ja, nimm es als Schaulaufen. So. Trotz alledem möchte man natürlich eine schöne Performance zeigen, vor allem wenn es halt in den letzten Wettkämpfen gut lief. Willst du natürlich nicht hier ankommen und dann irgendwie dich zweimal hinlegen und sagen, so, Tatjana, ich brauche dich. Passt jetzt. Nee, deswegen, also es ist schon trotzdem schon wichtig und wir möchten trotzdem uns gut präsentieren vor deutschem Publikum. Tatjana, kannst du mir mal helfen?